meine Wölfe und Wölfinnen, herzlich willkommen zurück im Rudel von den Delo-Wolves. Ich habe mich hier gerade einloggen wollen und ja, ich wurde jetzt gefragt, ob ich die Sprache ändern möchte, da mein Telefon in Anführungsstrichen, also mein Emulator, auf Deutsch eingestellt ist oder ob ich auf Englisch bleiben möchte. Ja, wir werden das spaßeshalber mal machen und um zu gucken, wie gut die Übersetzung ist. Mal schauen. Wir können es ja wieder ändern auf Englisch. Ich bin gespannt. Es funktioniert nur gerade nicht. Sehr gut. ja, ich klicke, aber es passiert nichts. Ah, jetzt. Okay. Also Wolf auswählen, das ist schon mal richtig übersetzt. Ich weiß gerade gar nicht, mit welchem Wolf wir was machen. Von daher. Oh, wir haben jetzt hier Solo, Koop und PvP. Also Solo ist auch neu dazu gekommen. Ja gut, wir werden trotzdem auf Koop gehen. Denn das haben wir ja die ganze Zeit gehabt, dass wir auch andere Wölfe sehen können, also andere Spieler. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Huch. Ja. Huch. da flog gerade jemand durch die Gegend. Okay. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Vielleicht hätte ich doch erstmal auf Solo bleiben sollen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich glaube, Mila wollten wir wegschicken. Und wir wollten Delo mit Duke verpaaren. Kann das sein? Ja, mit Duke. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder nicht genug Materialien. Zucht. Delo und Duke. Was benötigt ihr denn? Oh, wir haben tatsächlich genug Materialien von allem. Oh mein Gott. Wir können einen Wolf von Stufe 6 bis 10 bekommen. Naja, 10 wäre natürlich ein Traum. Aber 7 oder 8 würde mir schon für den Anfang reichen. Mit allen Fähigkeiten, dann wäre ich happy. Also wir bekommen auf jeden Fall natürlich die Basisattacke und den AOE, weil das beide Wölfe haben. Die anderen drei Sachen sind 50% Zufall. Deswegen drücken wir ganz fest die Daumen. Dass es klappt. Oh, Rasse? Okay, ich glaube, das sollte nicht Rasse heißen. Okay. Also alles ist hier nicht übersetzt, wie man sieht. Cancel Job, Finish Job und zu denn. ich glaube, das ist auch nicht richtig übersetzt. Aber gut, das macht ja nichts. Man versteht es, glaube ich. Also ich denke, man kann da einiges mitmachen. Genau, ich wollte einen Wolf leveln von den anderen. Spirit oder Sparrow wollte ich da nehmen. Wer war denn Escher? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Wolf war. Ach genau, der war auch zum Spenden. Oh, die Aurora-Wolves haben einen blauen. Ja, wir werden trotzdem den Dornwolves spenden, denn die mögen uns ja im Moment noch nicht so sehr wieder, wie sie es damals getan haben. Wo ist denn Mila? Mila werden wir auch spenden, dass die uns wieder etwas mehr mögen. Sparrow und Spirit werden wir mal behalten, einfach zur Sicherheit. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier. Wir sind ja draußen. Ich muss mich erst an die neuen an die deutschen Bezeichnungen gewöhnen. Wir gehen direkt zu den Aurora Wolves und schauen mal. Seht ihr, sie haben jetzt einen seltenen Welpen. Oder sollten sie haben? Schnelle Reise, ja. Schnelle Reise klingt gut. Oh, die Materialien nehmen wir natürlich mit. Dann gehen wir gleich mal schauen, wen wir hier haben. Ob wir überhaupt. Wir haben wahrscheinlich nicht die Materialien, um den mitnehmen zu können. Snow White. Doch haben wir. Aber das ist doch jetzt gar kein blauer Wolf. Oder doch?
Ich bin verwirrt. Ich bin gerade etwas verwirrt. Jungtierseltenheit. Nee, Jungtierseltenheit ist verbreitet. Warum sind die denn jetzt auf selten? Okay, das ist ein bisschen komisch. Das sind andere Wölfe. Die sind nicht mit uns befreundet. Die hier sind auch... Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Dann habe ich das missinterpretiert. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ach, der Stamm ist gerade selten. Der hat sich so nach vorne teleportiert. Ja, die sehen ja schon cool aus. Aber was bringt mir das, wenn die Welpen nicht... ich meine, ich könnte die jetzt natürlich angreifen und die mir wieder zum Feind machen und dann den Alpha rekrutieren, bla bla bla. Aber das will ich gar nicht. Also das will ich definitiv nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, wenn die so selten angezeigt werden, dann wäre der Welpe auch automatisch selten. Habe ich wieder was gelernt, dem ist wohl nicht so. Aber egal, wir nehmen den Welpen trotzdem mit, damit... Oh, aber der kostet viel Fleisch. Oh, wieder Fleisch sammeln. Ma. Okay, egal. Ja, Snow White, du darfst mitkommen. Üfts. Ich würde sagen, wir probieren was anderes aus. Denn... Ich habe mir das PvP noch nicht angeguckt. Kehre zu denen zurück. Ja. Das ist ja direkt dort. Und dann würde ich sagen, testen wir das mal. Mit Stardust habe ich wahrscheinlich nicht viele Chancen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Beziehungsweise... Ah, jetzt habe ich wieder kein Fleisch. Ich habe ja... Ja, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir gucken es uns einfach mal an. Mehr wie zerfleischt werden können wir ja nicht. Jetzt sind wir hier. Okay, Punkt B, Punkt C, Punkt A. Okay, ich glaube, das gehört uns schon. Da ist irgendwas Rotes. Okay, die Steuerung will hier gerade nicht so, wie ich will. Ich beiß jetzt einfach mal zu. Ich weiß nicht, wer das ist. Ob das Freunde oder Feinde sind. Wir werden es sehen. Ich glaube, das sind meine Freunde. So, Punkt C wird auch angegriffen. Oh mein Gott. Ach. Also ich glaube, hier sind tatsächlich nur andere Spieler und... Oh, Punkt C ist schon eingenommen. Aber Punkt A ist jetzt wieder... warum kann ich da nicht rein? Oder ist das... Ich bin verwirrt. Warum dreht sich das denn immer? Das ist ja furchtbar. Kann ich da rein? Da kann ich rein. Aber hier ist gar niemand. Jetzt ist C wieder ganz rot. Also so ganz checken tue ich es nicht. Jetzt ist es gleich wieder hoch. Oh, hier geht die Action ab. Also ich glaube, wir sind Team Blau. Oh ja. Und das da drüben ist Team Rot sozusagen. Okay. Und Level 1 und Level 2. Da bin ich ja mit Level 8 mega hoch. Punkt C. Uff. Ich will auch beißen. Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas arg unfair ist, weil ich sehe hier gerade, die sind ja Level 2 und Level 3 und Level 5.
Und ich bin hier. Okay, hier ist jetzt ein Level 6 Wolf. Ich bin mit Stardust schon Level 8. Gut, sie ist nicht perfekt geskillt, aber. Ja. A ist blau. B ist auch blau. Und C müssen wir ja gerade stehen. Die sind auch blau. Die Frage ist, wie lange geht das jetzt noch? Oh, da geht schon wieder die Action. Also so ohne Fähigkeiten ist das ein bisschen doof. Ja, man bekommt hier auch immer wieder Fleisch. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man besonders viel bekommt. Okay, A wird angegriffen. Also sorry, aber die Steuerung ist hier im PvP nochmal irgendwie anders. Es ist irgendwie, hat sich meine Steuerung verstellt und ich laufe irgendwie immer so schräg. Das ist gar nicht so gut. Da ist ein böser Wolf. Aber ich komme den gar nicht. Doch, jetzt. Ach. Oh, das mit meiner Steuerung ist echt Mist im Moment. Hallo? Warum kann ich dich denn nicht angreifen? Ach so, das Match ist vorbei. Oh, oder auch nicht. Sehr seltsam. Ich dachte, wir hätten jetzt... Ah ja, jetzt habe ich noch mehr Fleisch bekommen. Okay, scheint auch eine gute Möglichkeit zu sein, dann Fleisch zu kommen. Aber ich würde diese Runde gerne beenden. Kann ich das denn irgendwie? Vielleicht, indem wir hier einfach zurückgehen. Ja. Okay, also das PvP ist speziell. Ich muss mal gucken. Ich glaube, meine Steuerung hat sich etwas verstellt. Das ist natürlich nicht so schön. Was? Nein, Cancel Breeding? Um Gottes Willen, bloß nicht. Wir werden das nächste Mal schauen, was für einen Wolf wir dann bei der Zucht bekommen haben. Denn ich glaube, fertig sind die beiden noch nicht. Nee, das dauert noch über 8 Minuten. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye.